Mit der nationalsozialistischen Außenpolitik werden wir uns in insgesamt 3 Videos beschäftigen. Das ist hier das erste. Und wir wollen grundsätzliche Fragen klären. Erstens, was von der Außenpolitik war die Revision des Versailler Vertrags? Was war bereits expansive Politik? Zweitens, war die Außenpolitik die Durchführung eines Programms, das schon festgelegt worden war 1925 in Adolf Hitlers Buch Mein Kampf? Und drittens, wie konnte es sein, dass die europäischen Mächte, die Siegermächte des Ersten Weltkriegs, die ständigen Verstöße gegen den Versailler Friedensvertrag zuließen? In diesem ersten Video werden wir uns beschäftigen mit den Jahren 1933 bis 1937. Warum ich gerade da die Grenze erstmal so setze, das wird vielleicht am Ende des Videos ein bisschen deutlicher und dann eben auch in den folgenden Videos. Man kann die Außenpolitik unterschiedlich phasieren. Ich halte das für eine sinnvolle Möglichkeit. Ja, zuerst einmal sah es so aus, als sei die Außenpolitik nichts anderes als eine Revisionspolitik. Und sie war zumindest nach außen hin eine scheinbare Revisionspolitik des Versailler Friedensvertrags, mit dem ja alle im Deutschen Reich höchst unzufrieden gewesen waren. Und man darf nicht vergessen, dass ja der gesamte Wahlkampf Adolf Hitlers in den Jahren vor seiner Reichskanzlerschaft vor allen Dingen das Thema Versailler Friedensdiktat hatte. Also diese ganzen großen Hetzkampagnen gegen Juden, Kommunisten und, die gab es auch, aber längst nicht in diesem Maße wie vor allen Dingen die Forderung weg mit Versailles. Und da traf er ja dann auch auf viel Zustimmung in der Bevölkerung. Ja, der neue Reichskanzler Adolf Hitler, der allerdings auch dem Ausland immer wieder so mit besonderem, ja, mit seinem besonderen Verbalradikalismus aufgefallen war, wenn es um Klagen gegen den Versailler Vertrag gegangen war, der fiel aber in seiner ersten Zeit im neuen Amt eher durch friedliche Äußerungen auf. Zwar gab es Forderungen auf Korrektur eines Unrechtsfriedens, wie es immer hieß, aber doch eben immer friedlich und mit den Mitteln der Diplomatie. So jedenfalls klang es bei Adolf Hitler. Ganz bekannt ist diese sogenannte Friedensrede vom 17. Mai 1933 vor dem Reichstag. Und wenn Hitler eine Rede vor dem Reichstag hielt, dann hielt er sie ja nicht nur auch automatisch vor der deutschen Öffentlichkeit, sondern selbstverständlich auch vor der internationalen Öffentlichkeit. Denn auch wie heute, wenn Bundestagsreden sind es öffentliche Reden und auch natürlich die internationale Presse ist anwesend und berichtet dann entsprechend. In dieser Friedensrede, also wird eben im Nachhinein wurde sie so genannt, sprach er immer wieder von den begründeten Lebensansprüchen der anderen Völker. Und er sagte letztlich, die Deutschen würden die nationalen Rechte der anderen Völker respektieren und aus tief innerstem Herzen, so heißt es da, mit ihnen in Frieden und Freundschaft leben wollen. Man betrachte die europäischen Nationen als Tatsache und Franzosen, Polen und so weiter als Nachbarvölker. Und man wolle sich bei Grenz- und Territorialfragen friedlich und vertraglich auseinandersetzen. Und im Übrigen kenne man gar nicht diesen aggressiven Begriff des sogenannten Germanisierens. Den kenne man gar nicht. Das ist interessant, denn genau davon hatte Adolf Hitler vor den höchsten Befehlshabern von Heer und Marine gesprochen, nämlich von Eroberung neuen Lebensraums im Osten und dessen rücksichtsloser Germanisierung. Dies war allerdings in einer geheimen Unterredung. Interessant ist aber auch das Datum dieser geheimen Unterredung. Es war nämlich der 3. Februar 1933. Und das ist spannend, denn Adolf Hitler war ja erst seit dem 30. Januar, also wenige Tage vorher, Reichskanzler geworden.
Und es war lange vor den Märzwahlen. Am 5. März 1933 kommen ja dann die Wahlen, die ihm dann zwar nicht die absolute Mehrheit, die er sich erhofft hatte, aber doch eine starke Mehrheit letztlich brachte im Reichstag. Aber das war ja noch davor. Das heißt, Adolf Hitler war erstmal nichts anderes als ein weiterer Reichskanzler der Weimarer Republik. Und kurz nachdem er in diesem Amt ist, setzt er sich mit den Befehlshabern von Heer und Marine zusammen und spricht seine Pläne sehr offen aus. Und seit diesem frühen Termin war die grundsätzliche nationalsozialistische Außenpolitik festgelegt. Die Ziele waren klar. Wie in Mein Kampf schon formuliert, war der Wunschbündnispartner Großbritannien. Das Eroberungsziel war vor allem Russland. Grund war der Siedlungsraum im Osten. Und da konnte nur Russland in Frage kommen. Das hatte er ja außerdem schon in Mein Kampf geschrieben. Ich habe darüber in dem Video zur nationalsozialistischen Ideologie auch was gesagt. Könnt ihr euch dann auch ansehen, findet ihr in der Playlist. Das, was er also da sagte, am 3. Februar 1933 schon, es hatte nun gar nichts mehr zu tun mit einer angeblichen Revision des Versailler Vertrags. Und jetzt gucken wir uns mal so ein paar Stationen dieser Außenpolitik dann eben an, bis 1937, bis Ende 1937. Das geht eigentlich ziemlich schnell los mit dem Austritt aus dem Völkerbund. Kurz zuvor gab es die Genfer Abrüstungskonferenz, die gab es seit Februar 1932, die ging noch bis Juni 1934. Und auf dieser hat dann Großbritannien vorgeschlagen, die deutsche Aufrüstung doch zu kontrollieren. Dahinter stand natürlich die Beobachtung, dass dass Deutschland entgegen dem Versailler Vertrag, entgegen allen Abmachungen, wahnsinnig aufrüstete, verbotenerweise. Hitler jedenfalls spielte den absolut Empörten und schrie also, man wolle eben dem Deutschen Reich seine Gleichberechtigung in Genf entziehen, was ja auch faktisch genau das sein sollte. Ja. Und er bricht also die Abrüstungsverhandlungen ab und gibt sofort den Austritt aus dem Völkerbund bekannt. Später lässt er das dann noch legitimieren durch eine Volksabstimmung in Kombination mit Reichstagswahlen am 12. November 1933. Wenn wir da hören Reichstagswahlen, dürfen wir aber nicht vergessen, es gibt keine anderen Parteien mehr. Es gibt nur noch die Einheitsliste. Es gibt nur noch die NSDAP. Darüber habe ich ja auch ein Video gemacht mit dem Titel Die Errichtung der NS-Herrschaft. Ich glaube, das muss es gewesen sein. Ja, gleichzeitig eine große Propagandaaktion, die eben auch diesen Austritt aus dem Völkerbund begleitet. Man muss dazu sagen, der Völkerbund oder Deutschlands Eintritt in den Völkerbund 1926 unter dem Außenminister Gustav Stresemann war ja von außen betrachtet ein großer Erfolg für das Deutsche Reich. Denn das Deutsche Reich hat ja dann zum ersten Mal da nun wirklich diese außenpolitische Isolation, in der es sich befand nach dem Ersten Weltkrieg, durchbrochen. Und das war ja auch kein leichter Schritt, denn das ging ja, die Mitgliedschaft im Völkerbund, das wurde ja erkämpft gegen den Widerstand aus Frankreich. Von daher eigentlich ein großer Erfolg. Aber auf der anderen Seite, in der deutschen Öffentlichkeit und in deutschen Medien, da sah es auch eben so aus, dass der Völkerbund eben ein Teil war des verhassten Versailler Vertrags. Und von daher wurde das also sehr begrüßt in großen Teilen der deutschen Öffentlichkeit, dass man nun eben aus diesem System Versailles, aus diesem Völkerbund, der eben Teil dieses Systems ist, eben danach ausgetreten ist. Begleitet wurde das durch ganz viel Propaganda und es gab dann sehr viele prominente Unterstützer, unter anderem die Deutsche Akademie der Dichtung, zahlreiche Schriftsteller und Intellektuelle, die sich dann auch letztlich damit auch dem Regime auch andienten, aber eben auch der alte Reichspräsident von Hindenburg. Auch er unterstützte das und war begeistert.
Ja, und diese Pseudo-Wahl, die dann alles andere als eine wirkliche Wahl noch gewesen ist, die brachte dann Adolf Hitler 95% Zustimmung und gleichzeitig galt diese Zustimmung auch dann für den Austritt aus dem Völkerbund. Ja, der erste große, nach diesem Austritt aus dem Völkerbund, der erste große außenpolitische Schritt, wenn man so möchte, ist erstmal ein Defensivabkommen, nämlich ein Nichtangriffspakt mit Polen, ja, nämlich am 26. Januar 1934. Der wird geschlossen auf 10 Jahre. Man muss dazu ja sich in Erinnerung bringen, dass ja das Verhältnis vom Deutschen Reich zu Polen ein sehr, sehr schwieriges in dieser Zeit ist, nach dem Ersten Weltkrieg. Wir wissen eben, Danzig, die alte deutsche Stadt Danzig, ist eben die sogenannte freie Stadt Danzig und ist unter der Aufsicht des Völkerbunds. Und es gibt ja den sogenannten polnischen Korridor, das heißt, Teile des Deutschen Reichs sind ja abgetrennt, ja, und es gibt eben da diesen sogenannten polnischen Korridor. Und es ist eine alte Revisionsforderung natürlich, dass man eben diese Ostgebiete praktisch dann auch zurückbekommt. Ja, und in diesem Nichtangriffsabkommen, in diesem Nichtangriffspakt, da werden auch genau diese Probleme eben angesprochen. Das heißt, also Danzig wird angesprochen, der polnische Korridor wird angesprochen und man möchte sich also über diese Fragen friedlich einigen, so steht's drin. Ja, die Polen hatten auch allen Grund, sich zu freuen über diese Verständigung mit dem Deutschen Reich, eben nicht nur aus diesen territorialen Fragen heraus, sondern man darf nicht vergessen, 1922 gibt es ja den Rapallo-Vertrag, also noch aus der frühen Zeit der Weimarer Republik. Das heißt, in diesem Rapallo-Vertrag hat sich ja das Deutsche Reich und Russland haben sich eben da angenähert und ausgetauscht. Und im sogenannten Berliner Vertrag von 1926 wurde das dann praktisch verlängert, das ist sozusagen der Nachfolgevertrag, beziehungsweise der sollte wiederum verlängert werden und diese Verlängerung stand noch aus, war aber eigentlich schon vorgesehen in der Weimarer Republik. Ja, ja und dieser Berliner Vertrag wurde dann eben praktisch nochmal ratifiziert am 5. Mai 1933. So, und das war für Polen eine Bedrohung, eine Bedrohungssituation. Ja. Und aus diesem Grunde suchte Polen dann auch den Anschluss, den Verbündeten Frankreich. In dem Zusammenhang muss man auch betonen, zu diesem frühen Zeitpunkt ist die Reichswehr der polnischen Armee sogar noch unterlegen. Die polnische Armee, die 1939 überhaupt kein Machtfaktor mehr sein wird, hoffnungslos veraltet und überholt und kaputt und auch numerisch spielt es gar keine Rolle. Aber zu diesem Zeitpunkt scheint sie der Reichswehr noch überlegen zu sein. Und von daher hat auch Hitler Interesse, eben sich mit Polen dann da eben zu einigen, anzunähern. Und er gibt sich als wahrer Friedenspolitiker in diesem Zusammenhang. Ja. Übrigens, der auf 10 Jahre geschlossene Nichtangriffspakt, der wird dann am 28. April 1939 gekündigt. Verträge haben für Hitler ohnehin keine Bindung, Verbindlichkeit. Ja, das wissen die Vertragspartner allerdings in der Regel noch nicht. 15 Jahre nach dem Versailler Vertrag, das war auch schon vorgesehen im Versailler Vertrag, sollte es ja eine Volksabstimmung geben über die Zugehörigkeit des Saargebiets. Das stand ja auch noch aus. Und eigentlich war jedem klar, dass die Saarländer sich entscheiden würden für die Zugehörigkeit zum Deutschen Reich. Niemand hat das bezweifelt. Alle Parteien wollten das eigentlich auch. Die SPD im Saargebiet wollte das nicht, weil es eben letztlich gegen die Nationalsozialisten waren. Aber ansonsten
war das eigentlich ziemlich klar, dass das kommen würde. Auch den Franzosen war das klar, dass das Saargebiet eben nicht mehr zu Frankreich dann gehören würde, sondern mit der Volksabstimmung an das Deutsche Reich fallen würde. Denn immerhin, ab 1930 bauen die Franzosen schon ihre Maginot-Linie aus, also die großen Verteidigungsanlagen, weil sie ganz genau wissen, das Saargebiet, das fällt ans Deutsche Reich, sobald die Deutschen darüber oder die Saarländer eben darüber selber befinden können. Auch hier wieder gibt es eine wahnsinnige Propagandawelle, die also ganz klar in Freund und Feind unterteilt. Also wer nicht für die Angliederung oder Zugehörigkeit zum Deutschen Reich ist, der ist eben sozusagen ein Reichsfeind. Ja? Und das wird dann eben auch sehr, sehr, sehr deutlich gemacht. Es gibt ganz große Aktionen, also beispielsweise am 27. August 1933 schon. Da gibt es eine große Versammlung, 80.000 Mann am Niederwalddenkmal mit einer großen sogenannten Saarkundgebung, auf der auch eben Adolf Hitler spricht. Am 6. Mai 1934 organisiert Josef Goebbels, der Reichspropagandaminister, in Saarbrücken den sogenannten Tag der deutschen Saar und lässt da eben auch groß aufmarschieren. Am 13. Mai 1935 dann kommt es dann zu dieser Volksabstimmung. Und die findet statt in einer unglaublich aufgeheizten Stimmung. Es gibt einen enormen Druck und das Ergebnis sind dann fast 91%, die dann eben für die Zugehörigkeit des Saargebiets zum Deutschen Reich dann eben votieren. Ja, interessant ist vielleicht noch so als kleiner Nebengedanke dazu, ab 1933, also ab dem Zeitpunkt, in dem die Nationalsozialisten an der Macht sind, war das Saargebiet eigentlich ein Fluchtpunkt für Verfolgte, also für Kommunisten, für Sozialdemokraten. Die sind da eben alle hin, weil sie sozusagen sich damit eben auch der Verfolgung entziehen wollten. Für die war dann natürlich Schluss, die mussten das Land dann verlassen, aber das nur so am Rande. Ja, jetzt sind wir im Jahr 1935 und da gibt es noch ein interessantes Gesetz, nämlich am 16. März kommt das sogenannte Wehrgesetz heraus, also wird beschlossen. Wir wissen, es gibt ja schon lange keine Legislative mehr, kein Parlament mehr, das irgendwie Gesetze beschließt, sondern die Reichsregierung, letztlich Adolf Hitler selbst, beschließt Gesetze. Und mit diesem Wehrgesetz wird eben die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht beschlossen. Und das ist interessant, denn es ist ein eindeutiger Bruch mit dem Versailler Vertrag, in dem ganz klar festgelegt wurde, die Reichswehr darf 100.000 Mann umfassen und mehr nicht. Übrigens, aus der Reichswehr wird dann auch die Wehrmacht. Es gibt ja dann diesen Namenswechsel. Ne? Also bis 1935, bis zu diesem Zeitpunkt sprechen wir von der Reichswehr, danach sprechen wir von der Wehrmacht. Hitler selbst hat das als einen der gefährlichsten Momente überhaupt bezeichnet, denn er wusste sehr genau, dass das durchaus einen ganz großen Konflikt letztlich auch bringen musste. Natürlich, vor allen Dingen mit Frankreich, das sich naturgemäß am meisten bedroht fühlte. Und die Frage war letztlich, warum schaut Frankreich zu? Und was tun eigentlich die Siegermächte des Ersten Weltkriegs? Was tut vor allen Dingen Großbritannien als die wichtige Siegermacht, die auch Gestaltungsmöglichkeiten in Europa hat? Ja, nach Verlassen dieser Genfer Abrüstungskonferenz hatte sich Hitler überhaupt nicht mehr an irgendwelche Rüstungsbeschränkungen gebunden gefühlt und das hat er auch immer sehr deutlich gemacht. Es gab, ich komme leicht auf Großbritannien, denn das spielt nur eine große Rolle, es gab in der deutschen Marineführung ganz klar den Wunsch, wir wollen aufrüsten und zwar wollen wir 50% der Flottenstärke der Royal Navy. Die Royal Navy als die große Flotte in Europa. Wir erinnern uns,
alte Probleme, das Deutsche Reich und und Großbritannien, Flottenrivalität mit ein Faktor, der ja auch hingeführt hat letztlich zum Ersten Weltkrieg. Wichtigster Mann ist der bei der Marine ist der Marinechef Erich Raeder, der übrigens auch den Bau von U-Booten forcieren möchte. Dazu komme ich gleich nochmal. Ein wichtiger Mann, der hier auf die außenpolitische Bühne tritt, ist Joachim von Ribbentrop. Joachim von Ribbentrop war so der oder ist so der typische, ja, karrierebewusste Emporkömmling. Er wollte schon 1933, also als Hitler Reichskanzler wurde, dann eigentlich Reichsaußenminister werden. Das war sein großer Wunsch. Aber der Reichsaußenministerposten ging eben, war ja eine Koalitionsregierung, an den konservativen Konstantin von Neurath. Ein Mann, der ja auch schon in der Weimarer Republik dieses Amt inne gehabt hatte. Also machte Hitler ihn dann zu einem außerordentlichen Botschafter. Und eigentlich kann man sagen, war Ribbentrop nur legitimiert durch seinen direkten Draht zu Hitler. Pikanterweise war sein Büro, das Büro der sogenannten Dienststelle Ribbentrop, direkt gegenüber vom Reichsaußenministerium auf der anderen Straßenseite. So macht man Konkurrenz. Und am 18. Juni 1935, jetzt kommt eben wieder Großbritannien ins Spiel, handelte dieser Joachim von Ribbentrop mit der Erlaubnis von Hitler ein Flottenabkommen mit Großbritannien aus. Da wurde eben erstmal deutlich, dass prinzipiell da gleichberechtigte Schiffstypen zwischen dem Deutschen Reich und Großbritannien existieren sollten. Und man hatte festgesetzt, dass die Flottenstärke der deutschen Flotte nicht wie gewünscht 50, aber 35% der britischen betragen sollte. Was für ein Erfolg! Nach dem Versailler Vertrag durfte man überhaupt keine Flotte mehr besitzen. Ja, man kann jetzt natürlich sagen, ja, damit akzeptieren die Briten sozusagen die Macht des Faktischen. Denn Deutschland hat ja nun mal aufgerüstet und hat sich nicht an die Beschränkungen gehalten, baute ja fleißig an einer Flotte, übrigens auch an U-Booten. Und kurioserweise ist der Bau von U-Booten auch noch ausgenommen von diesen Berechnungen des deutsch-britischen Flottenabkommens. Letztlich lag es daran, dass man von Seiten der Engländer U-Boote für eine veraltete und letztlich eine Waffe gehalten hatte, die sich nicht durchgesetzt hat nach dem Ersten Weltkrieg. Was für ein Irrglaube, wenn wir da schon mal daran denken, an den U-Boot-Krieg im Atlantik, welche Verluste Großbritannien durch diese deutschen U-Boote noch erleiden sollte. Hitler war begeistert, als Joachim von Ribbentrop mit dem deutsch-britischen Flottenabkommen im Aktenkoffer sozusagen zurückkam, und Hitler bezeichnete diesen Tag als den schönsten seines ganzen Lebens. Das kann man ihm sogar glauben, denn Hitler setzte eigentlich, das hat er schon in Mein Kampf angedeutet und in seinem zweiten Buch von 1928, das ja nie veröffentlicht worden ist. Ich habe dazu auch was in einem Video gesagt, eben zur NS-Ideologie. Auch da wurde eben deutlich, dass Großbritannien eigentlich sein großer Wunschpartner war. Nämlich Großbritannien mit der Hegemonialmacht zur See und das Deutsche Reich auf dem europäischen Kontinent. Man fühlte sich ja, und jetzt wird natürlich auch wieder deutlich, dass es ja alles auf einer rassistischen Weltanschauung basiert. Man fühlte sich ja als germanische Rasse, Arierrasse, ohnehin miteinander verbunden. Und so war das noch ein schöner Gedanke im Sinne Hitlers, eben wenn sich eben diese Vertreter der germanischen Rasse sozusagen die Herrschaft teilen könnten. Es gab einen Historiker, der hat mal ein zweibändiges Werk geschrieben und hat da sehr genau diese
England-Politik des Deutschen Reiches analysiert. Der Historiker hieß Dietrich Aigner und dieses Werk hatte den Titel Das Ringen um England. Und das gibt das eigentlich ganz gut wieder. Ja, es war tatsächlich so, dass eben wirklich beabsichtigt war, eine große Partnerschaft, die war eben sozusagen angestrebt. Interessant ist, dass also dieses Flottenabkommen ja nicht nur ein Verstoß gegen den Versailler Vertrag von der Seite des Deutschen Reiches gewesen ist, sondern Großbritannien bricht selber diesen Versailler Vertrag, ja, in dem eben auf diese Vorschläge eingegangen wird. Und das ist ja schon ein starkes Stück. Ja. Großbritannien ist eine der wichtigen Siegermächte des Ersten Weltkriegs und bricht den eigenen Friedensvertrag. Wie kann man das erklären? Der Versailler Vertrag war nicht nur im Deutschen Reich unpopulär, sondern auch in Großbritannien. Und nicht nur die britischen Politiker, sondern auch die britische Gesellschaft allgemein hat die Untauglichkeit des Versailler Vertrags als langfristige Friedensregelung durchaus erkannt. Und auch da gab es ja den Ausspruch damals von David Lloyd George, der eben der damalige Premierminister Großbritanniens zur Zeit, als der Versailler Vertrag nicht mal verhandelt, sondern diktiert wurde, sagte er, wir sind alle in diesen Krieg hineingeschlittert. Also alle Nationen. Das heißt, von dieser sehr deutlichen Schuldzuweisung, das Deutsche Reich und seine assoziierten Mächte ist schuld und muss sozusagen haftbar gemacht werden im Artikel 231 des Versailler Vertrags. Von dieser deutschen Schuld war man in Großbritannien überhaupt nicht so überzeugt. Man hat damals vor allen Dingen den Franzosen, dem französischen Druck nachgegeben und hatte eigentlich kein gutes Gefühl mit dieser Friedensregelung. Vielleicht sogar ein schlechtes Gewissen, wie auch immer. Ja. Aber interessant ist doch schon, dass eben hier nicht nur eben vom Deutschen Reich, nicht nur von Seiten Hitlers, sondern von den Engländern selber der eigene Vertrag eigentlich gebrochen wird. Die nächste Station ist ein erneuter Bruch des Versailler Vertrags, und zwar eben am 7. März 1936. Da gibt's die sogenannte Remilitarisierung des Rheinlands. Was für ein Begriff, ein beschönigender, verharmlosender Begriff. Das Rheinland war ja eine entmilitarisierte Zone. Auch das war eben vollkommen klar, dass das eben im Versailler Vertrag festgelegt war. Und es war vor allen Dingen dann auch noch bei den Locarno-Verträgen von 1925-26 die Einigung zwischen dem Deutschen Reich und die Annäherung zwischen dem Deutschen Reich und Frankreich. Wir erinnern uns, ja, Briand und Gustav Stresemann von Seiten des Deutschen Reiches, die auch dann später für diese deutsch-französische Annäherung den Friedensnobelpreis bekommen haben. Das ist alles irgendwie so ein bisschen der Hintergrund davon, ja. Da war ja auch festgelegt, das Rheinland ist entmilitarisiert und da darf kein deutscher Soldat sich befinden, übrigens auch kein französischer. Es ist eine entmilitarisierte Zone, weil es natürlich eine Pufferzone war zwischen diesen beiden sogenannten Erbfeinden, diesen beiden Nachbarvölkern, wo es ja immer wieder Konflikte letztlich dann auch gegeben hatte. Und das war natürlich für Frankreich vor allen Dingen eine Sicherheitszone, Sicherheit vor diesem Deutschen Reich, das eben spätestens ab 1933 ja wahnsinnig aufrüstete und eine Existenzbedrohung darstellte. Ja. Es gab mal irgendein Historiker, ich weiß nicht mehr wer, hatte mal den Satz geschrieben, Frankreich starrte auf das Deutsche Reich wie das Kaninchen auf die Schlange. Und von daher hatte Frankreich natürlich ein vitales Interesse daran, dass eben das Rheinland entmilitarisiert war, diese Pufferzone dann existierte. Nun war das vorbei. Und das bedeutet eben diese sogenannte Remilitarisierung, den Einmarsch deutscher Truppen ins Rheinland.
Und das wurde propagandistisch auch mit großem Brimborium zelebriert. Über die Rheinbrücken, da fahren dann reiten eben nicht nur Soldaten mit Musik und Fahrzeuge, Panzer fahren da, das sind ganz große Einheiten und man zeigt sozusagen eine wahnsinnige militärische Präsenz und man macht vor allen Dingen deutlich, es ist uns vollkommen egal, was in den alten Verträgen steht. Wir halten das hier für eine entscheidende und richtige Sache, die wir jetzt hier machen. Drei Bataillone der Wehrmacht wurden in Bewegung gesetzt. Garnisonen wurden in Aachen, Trier und in Saarbrücken festgesetzt, ja, und kaserniert. Und ja, und Frankreich? Frankreich hält still. Das ist schon ganz interessant, ja, dass Frankreich hier stillhält. Das wäre sozusagen, das sagen jedenfalls viele Historiker. Übrigens, Adolf Hitler selbst hat das so gesehen. Das wäre der Moment gewesen, wo man ihn hätte stoppen können. Großbritannien will in dieser Zeit aufrüsten, ja, will also auch erstmal stillhalten, ja, und vertritt eine Politik, die eben bekannt ist als sogenannte Appeasement-Politik, eine Beschwichtigungspolitik. Ja. Man muss dazu erklären, es ist auf der einen Seite so, dass es in Großbritannien eine sehr starke pazifistische Stimmung in dieser Zeit gibt. Man hat vom Ersten Weltkrieg wirklich die Schnauze voll vom Krieg. Ja, das ist die große Kriegserfahrung. Es gibt in Großbritannien 50 pazifistische Organisationen. Ja, und man möchte, also auf der einen Seite hat man eben so ein bisschen dieses schlechte Gefühl dem Deutschen Reich gegenüber, eben, dass die Versailler Friedensordnung keine gute ist und dass man den Deutschen vielleicht auch irgendwie Unrecht getan hat. Also der Versailler Vertrag ist eben wahnsinnig unpopulär. Auf der anderen Seite hat man eben das Gefühl, naja, so einige Forderungen auch nach Gleichberechtigung, die sind doch vielleicht auch irgendwie berechtigt. Ja? Und dann hat man immer wieder auch diese klaren Aussagen Hitlers, es handle sich ja letztlich um berechtigte Forderungen und wenn die erfüllt seien, dann sei es auch gut. Man wolle sich ja eben letztlich auch friedlich im Konzert der Mächte ja, sozusagen eben dann auch verhalten. Und so ist diese Appeasement-Politik in Großbritannien sehr populär. Und Großbritannien hält also still. Und springt eben den Franzosen da nicht bei in dieser Situation. Es gibt nur ganz wenige Stimmen in Großbritannien, die gegen diese Appeasement-Politik sind. Unter anderem Winston Churchill, Marineminister im Ersten Weltkrieg. Der hatte schon gegen das Deutsche Reich im Ersten Weltkrieg gekämpft. Der wetterte mit aller Kraft dagegen und rief nach stärkerer Aufrüstung, stärkerer Kontrolle des Deutschen Reiches. Und eine offensivere Politik dann auch letztlich. Aber Winston Churchill war in der Opposition. Erst 1940 sollte er wieder an die Regierung kommen, sollte er Premierminister werden und dann Hitlers schlimmster Gegner. Ja, also für Hitler war das die Tatsache, dass Frankreich stillgehalten hat und nichts tat, Großbritannien stillgehalten hat und nichts tat, obwohl hier offensichtlich in eklatanter Weise Verträge gebrochen worden sind. Für ihn war das also sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch ein Riesenerfolg. Das darf man nicht vergessen. Vor allen Dingen aber bedeutete es auch eine unglaubliche Popularität im Deutschen Reich. Denn er schien ja mit Leichtigkeit alle Fesseln von Versailles abzustreifen. Das wurde jedenfalls ja auch propagandistisch so letztlich verkauft. Und viele haben das auch genauso empfunden. Hier ist der starke Mann, der haut auf den Putz und der hält sich eben nicht an diese knechtenden Fesseln, ja, aus denen man sich so schwer herauswinden konnte. Und
Das hat zu seiner Popularität beigetragen. Also da entsteht auch ganz stark wirklich dieser Mythos vom genialen Führer, ja, der alles erreicht. Alles erreicht. Und auch deutlich macht, das Ausland ist schwach, die ehemaligen Siegermächte, die tun eben nichts. Ja. Sie steuern eben nicht dagegen. In dieses Jahr 1936 gilt übrigens allgemein als das große Friedensjahr. Man darf nicht vergessen, es ist das Jahr der Olympischen Spiele in Berlin. Und in diesem Jahr versucht also das Deutsche Reich, sich der Welt freundlich und fortschrittlich zu präsentieren. Sozusagen eine Diktatur mit freundlichem Antlitz, wenn man so möchte. Die ganzen hässlichen Stürmerkästen, in denen also über Juden gehetzt wurde, ja, mit Karikaturen und Zerrbildern. Das waren eben diese öffentlichen Aushänge von dieser schrecklichen Hetzzeitung, ja. Wurden alle abgehängt, ja. Es gab keine starke antisemitische Propaganda in dieser Zeit. Die ausländischen Gäste, die nach Deutschland kamen, nach Berlin kamen, die bekamen nicht nur absolut perfekte Olympische Spiele, wie sie es bis dahin nicht gegeben hat, geboten, sondern sie bekamen auch eben eine freundliche Maske des nationalsozialistischen Deutschlands zu sehen. Und viele ausländische Journalisten, die dann da waren, die ließen sich auch täuschen. Die Berichterstattung über das Deutsche Reich im Jahr 1936 von ausländischen Korrespondenten ist eine überwiegend positive. Ja. Dazu eben noch diese ganzen Friedensregelungen. Und irgendwie ist es faszinierend zu sehen, wie dann auch viele eingeseift, eingelullt waren, irgendwie überzeugt waren, ja, es ist in Deutschland eine Diktatur, ja, da gibt es auch ein paar unschöne Seiten, aber insgesamt läuft es auch irgendwie ganz gut und es ist eine offensive Außenpolitik, aber vielleicht doch berechtigte revisionistische Forderung. Das war so die Wahrnehmung auch sehr stark des Auslands. Wir erinnern uns, Februar 33, ja, 3. Februar 33, da war die Geheimrede, in der eben Hitler ja schon deutlich macht, es geht ihm gar nicht irgendwie um Revision. Er hat ganz andere Ziele. Ja. In diese Zeit fällt übrigens auch dann der Spanische Bürgerkrieg. Da haben wir also den Faschisten Franco, der eben gegen die Kommunisten kämpft in Spanien von 1936 bis 1939. Und da springt das Deutsche Reich eben dem Bruder im Geiste Franco eben bei. Und es gibt einen Angriff, der ziemlich bekannt geworden ist, am 26. April 1937, einen Angriff der Legion Condor, also einer Einheit der Luftwaffe, ja, Sturzkampfbombern, die eben die Stadt Guernica praktisch zerbomben. Waffenhilfe geben den spanischen Faschisten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann man natürlich sehr deutlich sehen, dass hier die Funktionsfähigkeit der Luftwaffe am lebendigen Material ausprobiert werden konnte. Ja, das hat man auch letztlich so gemacht. Seit 1935 wurde die Luftwaffe mit ganzer Kraft aufgebaut. Und auch da war es wieder Winston Churchill, der in England immer wieder warnte und mahnte. Jedenfalls macht er das auch sehr deutlich nochmal in seinen großen Memoiren, für den er ja dann über den Zweiten Weltkrieg, für den er ja auch dann den Literaturnobelpreis bekommen hat. Und da ist es eben so, dass er immer wieder klar macht, die Luftwaffe, ihr müsst, wir in England brauchen eine funktionierende Luftwaffe, denn die Deutschen rüsten da also wie Teufel und wir müssen dann eben auch dann eben dann so nachziehen. Interessanterweise reagiert die Welt, also das Ausland, auf den Einsatz der deutschen Luftwaffe in Spanien insgesamt mit Achselzucken. Dieser Angriff auf Guernica ist vor allen Dingen berühmt geworden durch das
durch diese große bildliche Darstellung von Picasso. Aber das nur so ganz am Rande. Ja, das Jahr 1937, jetzt komme ich also zum letzten Jahr hier in unserer kleinen ersten Phase. Das ist ein wirklich sehr interessantes Jahr, wie ich finde. Auf der einen Seite gibt es ein neues Bündnis, den Antikominternpakt zwischen dem Deutschen Reich, Italien und Japan, ja, dem faschistischen Japan. Da will ich jetzt erstmal gar nicht so viel zu sagen. Aber es gibt vor allen Dingen eine geheime Besprechung, und zwar am 5. November 1937, also am Jahresende. Und interessant ist eben, wer ist alles dabei bei dieser geheimen Besprechung? Es ist natürlich Hitler, es ist der Kriegsminister Werner von Blomberg, es ist Werner von Fritsch, das ist der Oberbefehlshaber des Heeres, es ist Erich Räder, Oberkommandierender der Marine, und es ist Hermann Göring, der Oberbefehlshaber der Luftwaffe. Das heißt, wir haben Heer, wir haben Marine und wir haben Luftwaffe hier vertreten. Und Hitler. Und den Reichsaußenminister Konstantin Freiherr von Neurath. Gibt einen Mann namens, einen Oberst namens Friedrich Hosbach, der schreibt so das Wichtigste so mit. Und er ist Wehrmachtadjutant. Und in dieser Eigenschaft fertigt er Notizen an, und bekannt ist diese Besprechung dann als sogenannte Hosbach-Besprechung oder auch als Hosbach-Protokoll, obwohl er da eigentlich kein richtiges Wort-für-Wort-Protokoll notiert hat, sondern nur die wichtigsten Punkte sozusagen zusammengeschrieben hat. Aber trotzdem ist das ist dieses sogenannte Hosbach-Protokoll oder diese sogenannte Hosbach-Niederschrift, die ist ganz interessant. Denn es wird da sehr deutlich von Hitler gesagt, Hosbach notiert das, dass eben die deutsche Raumfrage bis spätestens 1943-45 zu lösen sei. Es gab darauf Widerstand bei von Blomberg und beim Außenminister von Neurath. Die waren also überhaupt nicht mit dieser radikalen offensiven Vorgehensweise zufrieden. Ja, was ist die Folge? Die Folge war, Ribbentrop, der ja immer Reichsaußenminister werden wollte, Neurath beerbt, der hat endlich dieses Amt bekommen. Ja. Und es kommt zur Einrichtung des Oberkommandos der Wehrmacht. Und damit übernimmt Hitler selbst die Funktion des Reichskriegsministers. Neu an dieser Besprechung war eigentlich nur der Zeitplan. Ja, da war ganz klar eben zum ersten Mal gesagt, 1943, 45 muss dann spätestens erledigt sein, das Thema. Ja, das ist so das Neue. Ansonsten wissen wir ja schon seit Februar 33 mehr oder weniger letztlich, wie der Plan aussieht. Und es ist ein interessanter Einschnitt deshalb, weil eben hier alle diejenigen, die vielleicht noch diese rasante, offensive Kriegszielpolitik hätten bremsen können, eben beseitigt werden. Das ist übrigens ein Muster, denn das erkennen wir auch in der Wirtschaftspolitik, auf die ich jetzt nicht groß noch eingehen werde, aber nur dieses Muster nochmal deutlich zu machen. Der Reichswirtschaftsminister ist Hjalmar Schacht. Und Hjalmar Schacht ist nicht nur Reichsbankpräsident, er ist der Devisenspezialist Europas, ja vielleicht der Welt. Und er ist auch für den scheinbaren Wirtschaftserfolg der Nationalsozialisten verantwortlich. Er ist praktisch der Architekt dieser Politik auf Pump. Reichswirtschaftsminister. Und damit ist er auch zugleich der Generalbevollmächtigte für die Kriegswirtschaft. Und interessant ist die Parallele, dass Hermann Göring, also der Chef der Luftwaffe, ja, der ist gleichzeitig Bevollmächtigter für den Vierjahresplan. Man darf nicht vergessen, die NSDAP ist auch irgendwo eine sozialistische Organisation. Es gibt da planwirtschaftliche Vorgaben
Und da gibt es eine sogenannte geheime Denkschrift von Adolf Hitler, eine der wenigen wirklich auch so schriftlichen Zeugnisse, die letztlich so dann da von ihm kommen. Er hat ja sonst schriftliche Anordnungen überhaupt nicht gemocht. Und in dieser Denkschrift, die ist vom August 1936, endet er praktisch mit zwei ganz wesentlichen Sätzen, die eigentlich die Wirtschaftspolitik und Kriegspolitik ziemlich gut auf den Punkt bringen. Nämlich erstens, die deutsche Armee muss in 4 Jahren einsatzfähig sein. Das ist von August 36, also 1940 muss sie einsatzfähig sein. Und die deutsche Wirtschaft muss in 4 Jahren kriegsfähig sein. Ja, und dieses seltsame Parallelkonstrukt, also auf der einen Seite ist eben Hjalmar Schacht als Reichswirtschaftsminister für die Kriegswirtschaft zuständig. Auf der anderen Seite Hermann Göring, der von Wirtschaft nun überhaupt keine Ahnung hat, ist aber ebenfalls da letztlich für zuständig. Das führt dann auch letztlich dann dazu, dass Hjalmar Schacht im November 1937, November 1937, deswegen ist er so wichtig als Datum, ja, nicht nur diese Hossbach-Konferenz, diese Hossbach-Protokoll, in dem wir eben klar haben, hier gibt es den klaren Zeitplan, eine klare Zeitvorgabe und alle, die das irgendwie noch bremsen könnten, werden rausgeschmissen. Nein, auch der Reichswirtschaftsminister Hjalmar Schacht, der eben auch für eine andere Form von Wirtschaftspolitik steht, tritt zurück. Und deshalb finde ich, ist dieser November 1937 so ein Punkt, wo man sagt, so, bis hier endet jetzt eine bestimmte Form einer sehr aggressiven Außenpolitik und geht praktisch über in eine neue Phase. Wir haben am Ende nur noch Radikale. Ja? Nur noch Radikale, mit denen Hitler sozusagen seinen Kriegskurs fahren kann. Und an der Spitze der Radikalen steht der radikalste von allen, nämlich Adolf Hitler selbst. Ja, hier endet jetzt mein Video Teil 1 der nationalsozialistischen Außenpolitik. Es wird dann ein zweites Video geben zu den Jahren 1938, 1939 und ein eigenes, wahrscheinlich dann doch deutlich kürzeres Video auch noch zum Thema der Hitler-Stalin-Pakt, der deutsch-sowjetische Nichtangriffspakt vom August 1939. Also in drei Stufen versuchen wir dieses Thema dann sozusagen natürlich nur anzureißen, aber ich denke, dann hat man doch schon mal einen ganz ordentlichen Überblick. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.